Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hagenbeck muss hier auf Shoki Banoki New Television. Ich muss immer noch 10 Kilo abnehmen und war letzte Woche bei der Marion. Marion ist Fachberaterin für Rohkost und wir haben so lange gequatscht und wir haben so lange geschnibbelt und leckere Sachen zusammengestellt, dass wir hieraus eine Doppelfolge machen mussten. Und den zweiten Teil, den seht ihr jetzt. Bleibt dran! Machen wir mal weiter. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir machen Blumenkohl orientalisch. Der ist relativ simpel zu machen. Wenn du deine Küchenmaschine hast, wenn du keine hast, musst du das alles selber klein schneiden. Okay. Das dauert also noch länger. Mensch, ich habe aber eine. Okay. Ja. Aber es kommt darauf an, wie klein oder wie groß man diese Stücke haben will. Ja, wenn du jetzt sagst, ich brauche lieber große Stücke, dann kann man die auch einfach so klein schneiden. Und dann kannst du hier einfach mal die Röschen abmachen und die nochmal so halb durchmachen. Schaffst du das? Okay, mit dem Messer? Mit einem Messer. Großes, kleines. Das kannst du machen, wie du willst. Ich würde das kleine nehmen. Okay. Jawohl. Also ich schneide die einfach hier so raus, ja? Also ja, schneide die erstmal raus. So fachmännisch einfach rausmachen. Ich die. Genau, ich helfe dir da mal dabei. Jawohl. Super. Eingespieltes Team hier. Ja, als würden wir jahrelang schon nichts anderes zusammen machen. Wir haben uns beim Schnibbeln kennengelernt. Wir haben uns damals beim Schnibbeln kennengelernt, Marion und ich. Beim Speed-Schnibbling haben wir uns damals kennengelernt. Was ist das jetzt? Das ist ein Avocado. Das ist jetzt ein Avocado. Genau. So, das sind die Grundlagen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gewürz. Wieder mein Lieblingsgewürz, den Curry. Ich mache da auch mal gerne ein bisschen mehr dran, hast du gemerkt. Weil Curry ist auch schon scharf. Mach ruhig. Curry kann ich gar nicht genug haben. Echt? Wirklich jetzt. Super. Bin schon mal froh, dass ich einen Fan gefunden habe, weil manche sagen dann, oh nee, das ist mir viel zu scharf, kann ich gar nicht essen. Ja, man sieht schon, dass es wie zu Hause mit den Geräten, die man so, also mit den Werkzeugen, die man hat, ne? Wenn man was Richtiges hat, dann ist schon. Das ist gut, also das sind Sachen von Klarstein, die kann ich echt empfehlen. Die sind nämlich sehr preiswert. Das ist der nennt sich, glaube ich, Foodmaker oder so oder Foodfather, also so einen merkwürdigen Namen hat er. Ja. Und das Gerät kostet, glaube ich, 70, 80 Euro. Ne? Hat dann noch ganz viele Zusätze, da kannst du auch eine Saftpresse drauf machen oder oben zum Raspeln und so. Okay. Das sind so Scheiben, die du einlegen kannst. Das ist Wahnsinn. Und den habe ich auch von Klarstein. Also ich habe hier alles von Klarstein, sehe ich gerade. Und das ist halt ein Mixer, der halt eben... Auch andere Firmen außer Klarstein, das müssen wir an der Stelle mal festhalten. Also ich bin da von der Qualität ganz angetan, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch andere. Okay, ich sehe schon, der hat ganz schön Bums, deshalb mache ich jetzt als erstes auch direkt die Avocado mit da rein. Die löffelst du jetzt da raus? Und genau. Okay. Wird er einfach rausgelöffelt. Zack. Dann kann er das nämlich direkt in einem machen. Dann brauche ich das Fleisch nicht machen. Jetzt habe ich natürlich keinen kleinen Löffel mehr, nämlich einen großen. Ich mache den nur halb voll. Ne? So einen Teelöffel wollten wir davon rein haben, oder? Was haben wir da? Curry? Das war wieder Curry-Indisch. Ja, so einen guten Teelöffel. So, dann haben wir hiervon, glaube ich, auch einen Teelöffel. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich mache das immer noch so. Naja, ein bisschen. Ein bisschen Edelhefe für den Geschmack. Das gibt so, wenn man Käsearoma mag, ich mache auch gerne Käse, so aus Cashewkern hier. Ja. Da brauche ich dann auch Edelhefe. Das schmeckt dann so wie so ein Streichkäse. Das riecht wirklich nach Käse. Ja. Das ist aber Edelhefe. Edelhefe. Mhm. Also hier steht drauf Hefeflocken. Ja, genau. Mit Rezept für veganen Käseersatz. Also ja, das weiß ich. Ich habe noch nicht ausprobiert, das Rezept. Aber ich habe mal meine eigenen Rezepte, die ich dann mache. Richtig so, ne? Ja. Das hat man ja auch, dass die Veganer zum Beispiel ganz viele Sachen so nachbauen, ne? So Hamburger und so, ne? Dass man so Fleischersatzgeschichten und sowas. Ja. Ne? Die Frage ist halt, ob das wirklich sein muss. Ne? Muss nicht sein, das ist also das ist wieder eine andere Richtung, das ist halt so Gourmet-Rohkost. Mhm. Erleichtert unheimlich den Einstieg, wenn man gerade angefangen hat, Rohkost zu ernähren. Ich muss schon wieder die Nelly erwähnen. Die Nelly? Die Nelly in Speyer mit ihrem Rohbistro. Da gibt es nämlich, ich weiß gar nicht, einen Sonntag im Monat ein Brunch. Und bei diesem Brunch gibt es natürlich dann auch so ausgefallene Sachen. Das ist ziemlich klein. So, mal gucken, ob keine großen mehr drin sind. Also mit so einer Maschine, siehst du, rucki-zucki, du kannst da auch richtigen Sushi-Reis mitmachen. Also du machst den Blumenkohl so klein, dass du halt hinterher mit Algen, Blättern Sushi draus rollen kannst.
Wunderbar. Müssen wir denn da noch irgendwas jetzt tun fürs Topping oder? Nein. So? Also das da ist, kann man natürlich. Das schaffen wir jetzt einfach so. Das einfach in die Schüssel und dann wird das gelöffelt. Weil je weniger Aufwand, desto besser. Okay. Aber jede, also ich glaube, die meisten Hausfrauen haben sowas zu Hause oder Hausmänner. Irgendeine Küchenmaschine in irgendeiner Art und Weise, die sowas kann. Ich glaube, wir haben irgendwo auch so ein Ding rumstehen. Mhm. Also bevor man loszieht und irgendwas kauft, dann guckt erstmal, hat einer noch sowas übrig? Hat ich das selber? Wie weit kommt man denn mit diesem Pürierstäben? Wahrscheinlich nicht sehr weit, oder? Na, also das Pürierstäb, das würde jetzt alles... Ja. Kann man machen in kleinen Mengen. Ja. Oder man schnippelt es halt, wenn es nicht so groß oder so klein sein soll. Aber ich finde es halt, wenn das so ein bisschen so reisartig ist, mag ich das eigentlich am liebsten. Du bist ja auch aufgrund eines... Ja, eines Ereignisses dazu gekommen, genau. Dich mit Rohkost zu ernähren. Mhm. Genau. Ja. War ein sehr ernster Anlass, ne? War ein ernster Anlass, aber ich sage heute dazu, das war das Beste, was mir passieren könnte, weil das hat mich auch in der Persönlichkeitsentwicklung so weitergebracht. Okay. Ich musste halt über den Tellerrand denken. Ja. Und das hat mir so derzeit echt gut getan. Und dann kommen die Themen komischerweise zu dir, weil ich habe ja mich informiert im Internet. Also ich hatte Brustkrebs 2008. Ja. Bin dann noch operiert worden und habe eine Bestrahlung zugestimmt, aber ich wollte keine Chemotherapie machen. Okay. Da waren natürlich meine Ärzte nicht begeistert von und haben mich gewarnt, was alles passieren kann, Schlimmes, wenn ich dann keine Chemotherapie mache. Ja. Und ich habe gesagt, nö, ich will jetzt mein Immunsystem stärken, ich glaube, mein Körper kriegt das hin und ich werde einfach die Giftstoffe weglassen und werde mich so ernähren, dass mein Körper nur noch Gutes kriegt und den Müll alles rausschaffen kann. Da reicht natürlich nicht reine Rohkost, wenn man sowas wie Krebs hat. Ne? Da habe ich dann auch supplementiert, also Nahrungsergänzungsmittel genommen, also weil Vitamin C oder Vitamin E große, wichtige Steine da drin sind, die man dann braucht als Krebskranker. Ja, oje, das war natürlich dann schon ein ganz schön mutiger Schritt. Ne? Das war mutig, weil, ich denke mal, die meisten Leute verlassen sich natürlich in so einer Situation, ich glaube, ich wäre auch so, auf die Schulmedizin und sagen dann, ja, das ist alles schön und gut, aber der Glaube ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Dass du auch ein Stück weit selber daran glaubst. Ich glaube, jetzt nämlich einer, der jetzt das machen würde, ohne richtig daran zu glauben, ich glaube, bei dem wird es auch nicht funktionieren. Nee, dann ist es, also wenn man an die Chemotherapie glaubt, ist es, glaube ich, besser, macht die. Das ist ja krass. Ja. Boah. So simpel und das braucht keine 5 Minuten. Dann hast du ja gesehen, den Blumenkohl schneidest du nicht viel. Das zack, meiste war wieder unser Gequatsche, ne? Ja, aber das macht ja auch Spaß. Mal was anderes. Aber deshalb brauche ich auch für meine Kurse meistens länger als 3 bis 4 Stunden. Okay. Aber ich sehe das noch nicht so eng. Lecker. Also wenn ihr da draußen auch Rohkost macht, ne, und mal sagt, der Hagenbeck wollen wir mal dabei haben, ne? Ich komme gerne und probiere. Da gibt es einige, die das machen. Guckt euch das an, das ist total lecker. Ja. Das ist, wie heißt das, orientalischer Blumenkohl? Oder? Blumenkohl orientalisch nenne ich den. Mhm. Passt nicht schön. Passt da halt bei mir. Das ist jetzt so eine Eigenentwicklung, Eigenkreation. Nee, ich glaube, ich habe den irgendwo mal gesehen oder gelesen, das Rezept. Ich weiß nicht mehr von wem genau. Und dann habe ich da was zugefügt, da was weggelassen. Boah, super. Mehr Curry genommen. Überleg das mal. Also, simpel. Nee, vor allem, wir würden jetzt hier zu Hause, weiß ich nicht, wir würden das Ding wahrscheinlich erst, hätten wir es erst gekocht und hätten dann irgendwie. Aber das ist ja, und hier mit Avocado, das ist ja, also ich habe Avocado wirklich total unterschätzt. Ich glaube, ich habe noch nie bewusst Avocado gegessen. Ja, das schmeckt so. Aber aufpassen mit der Reife. Ja, das gibt unterschiedliche Sorten und auch wegen der Reife gerade, muss das schon richtig reif sein. Wirklich lecker. Man kann aus Avocado dann auch schon eine Schokocreme machen. Also, ist dir denn mittlerweile mal ein Veganer-Witz eingefallen? So, oder? Nee, ich kann ganz schlecht Witze erzählen. Ich vergesse immer die Pointen, deshalb ist das aber... habe ich also, das auch mal aufgegeben. Also ich hab da so ein paar Witze, ne? Ich lese mal vor, ja? Also welche, die ich ganz gut fand, gestern Abend zumindest noch. Der Moment, wenn der Dönermann das Fleisch schneidet und einem schon das Wasser im Mund zusammenläuft, ist das bei euch Veganern beim Rasenmähen auch so? Nee. Okay, achso, wieso möchten Veganer nicht bevorzugt behandelt werden? Weil sie keine Extrawurst haben wollen. Ah, okay. Richtiger Schenkelklopfer, naja. Ich hätte vielleicht das Bier gestern Abend weglassen müssen. Ach was. Achso, genau, den fand ich auch gut. Veganer feiern nicht, Veganer lassen die Sau raus. Ja, der ist gut. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge Hagenbeck muss. Diesmal 10 Kilo abnehmen.
Marion, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe, glaube ich, eine Menge gelernt über Rohkost. Es war sehr interessant. Okay. Es war der Hammer. Ihr seht, ich bin immer noch am Essen, weil ich kann einfach nicht aufhören. Das ist so lecker. Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich glaube, dass das in Kombination mit einem Fasten das Richtige für mich ist, für diesen Zwischengang quasi, ja, bis es dann Abendessen gibt. Total super. Es gibt ja noch hunderte von Rezepten, die wir jetzt alle nicht machen konnten. Ne? Nee, das stimmt. Ne? Und deswegen gibt es aber ganz viele Quellen auch im Internet und so weiter. Ja. Wir blenden euch auch gleich nochmal die Adresse ein von der Marion. Die hat ja auch so ein kleines Kochbuch, also so eine kleine Sammlung mit Rezepten. Und genau. So. Und ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Hagenbeck muss. Mal gucken, wo ich dann bin. Und ja, bis dahin. Lasst es euch schmecken. Ich lasse es mir auf jeden Fall schmecken. Tschüss. Tschüss. Das ist schon ausgezeichnet. Ja, das ist so ein simples Rezept. Da könnte man sich reinknien. Mhm.